gespielt und der Stürmer ließ sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Da konnte er nichts anderes machen, einfach mal draufhalten. Das ist einfach unfassbar. Ein Mann von seinen Qualitäten, ein Mann von seiner Klasse. Wenn in der Kabine ist, dann kriegt man so die Quittung. Also sehr viel genauer kann man das, denke ich, nicht machen. Vom linken Pfosten tropft der Ball über die Linie und ein bisschen Glück war natürlich auch dabei. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert's eben. Halbzeit, das Tor hätten sie eigentlich noch mitnehmen können. Ausgleich und nun kann man schon wieder jubeln. Er startete genau im richtigen Augenblick, nahm den Ball glänzend an und machte ihn locker rein. Zweites Tor, das wird heute ein Privatduell. Das passiert, wenn man zu viel Platz hat und die Abwehr zu weit weg steht von den Gegenspielern. Der Torschütze weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Der Ball wurde ihm von seinem Mitspieler auf dem Silbertablett serviert, sodass er nur noch locker einschieben brauchte. Ausgleich kassieren. Ball getreten. Den nagelt er aus knapp 30 Metern ins Netz und lässt dem Keeper überhaupt keine Chance. Weit übers Tor. Er hat sich gut bewegt, er hat alles richtig gemacht bis zum letzten Moment. Und in diesem letzten Moment versagt er.